Nö, also viel mehr können wir hier auch. Ihr könnt hier gar nichts mehr reparieren. So. Und den Junk. Nein, loote ich jetzt mal nicht. Er muss krank sein. Aber hier die Zündflamme nehme ich mit. Und Fraß ist immer gut. Da kriegt man viel Kohle und wiegt eher weniger. Terpentin. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen ganzen Quatsch eigentlich looten soll. Mach mal Licht an, Digga. Ach, guck mal. Wen nennst du hier dick? Ich hab nur schwere Knochen. Ja, wo ich gerade dabei war, also meine Arbeitsstelle, meine Hauptarbeitsstelle ist gerade mal, ja, Dreiviertelstunde kann man sagen, von mir hier zu Hause entfernt. Und das ist wunderschön und da kann ich mit dem Rad hinfahren. Und ich habe halt auch, wie schon immer gesagt, viel, viel Bock auf Radtouren machen. Oh, ich bin überlastet. RL3 RL3 ist schrei mal. einsatzbereit. RL3 ist mit allen Finessen ausgestattet, die ein guter Soldat braucht. Kannst du Aber die mal Ihr nehmen? RL3 kann gegebenenfalls beim Tragen von Ausrüstung behilflich sein. Ja, dann mach mal. Ich gebe dir jetzt so viel, wie ich kann. Dann können wir hier nämlich noch ein bisschen weitermachen. Ich habe jetzt noch keinen Bock, weiter wegzureisen. Alter, ist aber doch eine ganze Menge Junk, den ich hier habe, ne? So. Ja. Eigentlich habe ich jetzt alles erzählt. Nö. Also, was ich sagen wollte, hätte das hier geklappt so, aber mit der YouTube-Partnerschaft oder so, oder wäre mir gespendet worden, dann hätte ich vielleicht auch. Und das Ich soll bin so. wirklich kein Vorwurf. Ich sag ja immer, ich bin niemand, der erpresst und sagt, wenn ihr nicht spendet, wenn ihr nicht macht, dann mache ich den Kanal dicht. Nee, zum Beispiel den Kanal dicht machen, da denke ich nun wirklich beim besten Willen nicht dran. Ich bin froh, wenn ich hier weitermachen kann, weil mir macht Spaß. Die US Army. Es gibt so viele Dinge, die mir hier Spaß machen dran. Zum Beispiel das. So. Digga, wir könnten Freunde sein. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Juhu. Oho, wie ein Wirbelwind. Du brauchst nicht mehr auf ihn zu schießen. Er ist schon tot. Er ist Brei. Ja, so, das hätten wir dann auch. Alter, das wird hier so voll. Bequem hier, ne? Gemütlich. Evergreen Mills. Irgendjemand hier? Hallo. All we hear is Radio Gaga. Radio Gugu. Da. Der muss keine Angst haben, wenn er hinter der Wand ist. Du kannst ihm doch gar nicht den Arsch versohlen. Du kannst. Was? Jetzt hör mal zu. Da kann man doch drüber reden. Vögelchen. Ich glaube, ich sollte meine gute 44er Magnum Muni hier gar nicht verschwenden. So. Wenn ich hier nicht ständig gestört würde, könnte ich auch mal zu Ende erzählen. Nee, also ich mag es nicht hier irgendwie zu sagen so. Und ich will es auch nicht. Ja, wenn ihr nicht, na, wenn ihr nicht spendet, dann mache ich den Kanal dicht oder sonst was. Und dann mache ich, das sage ich ja auch gar nicht. Es ist halt nur so, der Sache muss die Ehre gegeben werden. Und das will ja auch der eine oder andere nicht verstehen. Man will auch ein bisschen Anerkennung für das, was man tut. Jawohl, durchaus auch ich. Wenn ich vielleicht nicht so viel Anerkennung will, wie manche andere, ist das trotzdem so. Und es war ja auch so, dass hier ein bestimmter Stänkerfritze, der hier öfter mal ist, neulich schrieb, ja, da sagt er nichts, es ist nichts irgendwie mit Karriere mit seiner Let's Playerei und dann legt er jetzt doch Wert auf Karriere und so. Nee, ich will hier beim besten Willen, Schnauze, ich will hier beim besten Willen keine große Karriere machen und reich mit werden. Um Schrottes Willen, um Jehovas Willen. Aber nach einer gewissen Zeit, und so, dann will man mal auch mal ein bisschen mehr als halt einfach nur, hey, nice Video, man.
nice video, nice work, ne? Ja, das ist auch geil. Es ist auch geil, wenn man solche Art von Anerkennung bekommt, aber Evergreen Mills ist immer noch nicht erkundet. Fuck. Ich wollte hier gerade her, damit wir, weißt du was? Dann looten wir jetzt erstmal nicht mehr weiter. Ah, warte mal. Waffen. Dann will ich doch mal nochmal meine. Wo ist mein Gleisgewehr? Evergreen Mills entdeckt. Na geil. Wo bist du denn? Ach! Warum habe ich dich denn von oben nicht gesehen? Halt doch mal die Schnauze mit deiner US Army. Ich habe langsam die Schnauze voll von dir. Wenn du so weitermachst, dann suche ich mir irgendeinen Nuka-Cola-Automat. Vor allen Dingen mit deinem Gott. Entschuldigung. So, das war für den Gott. Versuch niemals mit einem Agnostiker, mit einem agnostischen Atheisten, nee, nicht Atheisten, Anarchisten, ich komme schon komplett durcheinander. Ja, weil ich letzte Nacht nicht geschlafen, weil ich vieles vorbereitet habe für demnächst. Ich muss, glaube ich, irgendwas, ne? Warte mal. Es muss doch irgendwas geben, was ich hier reparieren kann, damit ich nicht gleich nach Hause muss. Da, 10mm Pistole, gib her. Living am Limit. Siehst du, das ist genauso wie mit meiner Hardware hier, ne? Exakt so. Aber warte mal. So, genau so will ich das haben. Okay. Dann, Psychotik-Helm. Ödhund-Helm. Mann, was die immer für Sachen haben. So, ja. Da kann man wohl rein und da geht es dann richtig zur Sache, würde ich sagen. Ja. Ich könnte jetzt hier noch... was radelt es denn hier? Aber pass mal auf, dann machen wir das doch so. Ich werde mal kurz speichern, damit wir nichts... ich werde mal kurz speichern, damit wir nichts verlieren. In 7 Minuten ist sowieso Minimum Pause angesagt. Ich mache dann nochmal... Sei mal ruhig. Ich brauche einen neuen Begleiter. Schon wieder. Es ist, warum verschleißen eigentlich die Begleiter so unglaublich schnell? Sie können sich nicht schnell fortbewegen, wenn, Der Tag ist gerettet. Feuer! Weglaufen verlängert nur die Qual. Der nimmt da gerade den, weißt du, komm. Ach Mann, lass doch mal den B hier in Frieden, Vogel. Weißt du? Ich werde mich jetzt hier einfach wegbewegen, bis der Supermutant Behemoth nicht mehr im Radius ist. Alter, warum will der den denn unbedingt erschießen? Ich will den als Haustier. Fuck. Gesichtsmuseum, ja, wundervoll. La 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 la. Ich könnte mir vor allen Dingen vorstellen, den B hier auf eine ganz andere Art und Weise platt zu machen. Was machst du für eine Scheiße, Kollege? Hoffentlich geht das gut. Oh gut, ey. Ja. Hoffe, ich habe jetzt alles erzählt. Hoffe, ich habe jetzt alles so erzählt, dass es die Leute auch verstehen. Ja, und so kann es dann demnächst passieren, dass halt... also, ich glaube kaum, dass ich das mit den drei Folgen pro Tag... also, momentan ist es ja Fallout, Drakensang und Minecraft. Minecraft und Drakensang täglich. Minecraft und Drakensang und Fallout jetzt täglich. Willkommen. Sollte zu diesem Zeitpunkt jetzt schon so sein. Wo ist denn die Olle jetzt wieder? Moin. Wir nehmen Kronkorken. Auch von Men. Sie sind wieder da. Ja, sehen wir mal, was im Angebot gibt. Aha, gut, gib her. Also es scheint wieder alles resettet zu sein. Ja, Magnum Muni. Die
Also ich will auch schauen, ob irgendwann mal ein Zahlenüberlauf bei den Munitionsdingern kommt, ne? So, ja. Elektronenladeteil. Ja, die könnten wir später auch mal gebrauchen. Für jetzt erstmal bräuchte ich noch ein paar MF-Zellen. Mikrofusionszellen. Jo, gib her. Und Stimpaks sind natürlich immer angesagt. Dankeschön, bitte schön, wiedersehen. Guck mal. Ja. So. 32er Pistole. Guck mal, hätte ich doch noch was reparieren können, ne? 10mm Pistole, weg damit. Den Schuss, weg damit. Ja, irgendwann muss ich dann gar nicht mehr looten und dann vergesse, dann übersehe ich auch den ganzen anderen Scheiß. Das ist eigentlich der Grund, auch einer der Gründe, weshalb ich alles loote. Weil wenn man nicht alles lootet, dann übersieht man auch mal ganz leicht eine Wackelpuppe oder so. Momentan bekomme ich die eigentlich nur deswegen alle mit, weil ich halt alles loote und dann sieht man halt auch alles, ne? Verstehst, was ich meine? So. Holla, holla, holla. Und vor allen Dingen dadurch, dass wir jetzt auch guten Handelsskill haben, das ist eigentlich auch kein Segen so richtig. Weil dadurch kriegen wir für alles so unglaublich viel Geld. Ja, ist so. Wie soll das erst werden? Weißt du was? Komm, verkauf mal. Kampfrüstung, bla bla bla. Verdienstclipboard, Wein. Oh, ich hätte Scanfläschchen Wein. Ich werde heute Nacht nicht schlafen können, weil das ist immer so New Way, New Life, ne? Also, wenn du verstehst, was ich meine, also es passieren jetzt neue Dinge. Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Und wie ich schon sagte, also letzte Nacht habe ich schlecht oder gar nicht geschlafen. Ja, Sir. Ja, fast gar nicht, weil ich die ganze Zeit Dinge durchgerechnet und vorbereitet habe, die halt morgen wichtig sind, meines Erachtens. Ich müsste wahrscheinlich gar nicht so viel RL3 ist mit allen Finessen ausgestattet, die ein guter Soldat braucht. Aber ihr RL3 kann gegebenenfalls beim Tragen von Ausrüstung behilflich sein. Nee, also, wie schon gesagt, du kannst nicht die Schnauze halten, insofern bist du nicht perfekt. So, zack. Der Brief für schwerer Buttermesser. Sturmgewehr. Dönerteller. Ja, ja, ja. Ich nehme ihm jetzt erstmal alles weg, was ich verkaufen kann. Und dann werde ich mich bemühen, ihm halt. Fuck. Muss ich gleich wiederholen. Guck mal her. So, und gib das auch mal her. So. Und jetzt nach oben. Halt. Ja, du siehst, die Maus schnuppt immer noch zurück. Ja, aber sie lässt sich inzwischen kann ich das auch so ein bisschen ausgleichen, weiß schon, ne? Also manchmal kann man, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, an eine bestimmte Unzulänglichkeit eines Geräts, das auch durch, indem man körperlich drauf vorbereitet, wie soll ich das sagen, ausgleichen. So, Wunderkleber, Zündflamme, auch noch. Ja, und das war's. Guck mal, ein Ö, ne? Ist der. Ja, ich weiß, Umlauts. Ich will mich ja gar nicht lustig machen. Ich bin so. Todd Howard hat gesagt. Sie sind wieder da. It just works, ne? Alles ist gut. Alles ist gefixt. So. Schauen Sie. Ah, dann wollen wir mal schauen. Hier. Aschenbäsche. Messerstäsche. Wer war das nochmal? Martin. Ich weiß nicht mehr, wie der eigentlich hieß, so richtig. Ah, wie schnell man Leute vergisst, ne? So ein Comedian, so irgendwie. Den ich mal früher lustig fand, aber inzwischen, nicht mehr so ganz. Oh, das hat ja sogar noch funktioniert. Ich dachte schon. So, dann nochmal die Kurbel. Hammer. Und der Fleisch. Ja, jetzt muss ich schon ein bisschen aufpassen. Ah ja, das würde sie schon wieder nicht mehr können. Motorradhelm. Siehst du, das schnappt zurück, der Kram. Metallrüstung werde ich auch schon wieder nicht los, aber das werde ich los.
Wir gehen gleich noch rüber zum Doc beim Ausschlachter und da kriegen wir dann auch wieder schön Stimpaks. Ich will Stimpak-Millionär werden. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Und wir haben über 13.000 Ocken. Danke. Wie lange es wohl dauert, bis wir eine Million haben? Bei 100.000 mache ich schon mal eine Tasse Sekt auf. Moin. Warte mal. Nee, ich suche jetzt nicht nach. Oder warte mal. Wie viel Altmetall haben wir? Alter, ich mag kaum da draufklicken, weißt du das? RL3 ist mit allen Finessen ausgestattet, die ein guter Soldat braucht. Altmetall. Aber Ihr RL3 kann gegebenenfalls beim Tragen von Ausrüstung behilflich sein. Ich bin soweit. So, wo ist ein Windtrop? Das ist nicht Windtrop. Windtrop? Windtrop? Ich kann das immer an seinem Robco-Overall erkennen. Alter. Gut, dann gehen wir erstmal zum Ausschlachter, ehe die uns hier mit ihrem Covid anstecken. So. Mann, merkst du schon? Ja. Yeah. Ich brauche medizinisches Dank. Material. Gib mal deine 19 Stimpaks her. Das siehst du, guck mal. Können wir ihm schon wieder was verkaufen? Alter, dieses Mausrad, ne? Aber noch schlimmer ist es eigentlich in Minecraft, wo man halt, sag ich jetzt mal, die Waffenslots auswählt. Und dann auf einmal irgendwie einen Block Dreck statt dem Bogen in der Hand hat, wenn man einen Creeper vor sich hat. Unschön. Sehr unschön. So. Ja. Ding. Na? Aber wir kriegen das. Okay. Oh, 1869 Mikrofusionszellen. Ich sollte langsam mal... War hier nicht noch eine Talon-Rüstung? Ja, die habe ich ja gerade verkauft. Digga. So, ich gehe noch einmal durch, damit ich sie nicht wirklich nicht verpasst habe. Und dann suchen wir Windtrop. Und dann gehen wir rüber in die Heimat. Und bringen Krämchen weg. Ja, bitteschön. Ja. Bringen Kram weg und dann schauen wir mal. Ich hoffe, ich kann. Ah, da ist Windtrop. Moin, Windtrop. Wie war's denn so in Underworld? Ich habe etwas Altmetall für dich. Ich habe fünf. Warte mal. Ich habe 10 Teile Altmetall. 10 Teile. Ich nehme Stimpaks. 10 Stück Altmetall für mich. 2 Stimpaks. Du kannst gut rechnen, Zombie. Nicht vergessen. Ich freue mich immer, wenn. Ja. So. Wie viele Stimpaks haben wir denn gerade? Tussiert mich einfach mal. 688. Wir sind auf dem Weg zu den 1000. Ja. Gut, Freunde. Nachbarn, Landsleute. Dann würde ich sagen, wir gehen hier nochmal raus. Alter, warum schleiche ich so? Ich bin doch kein Zombie. So, ja, da wären vielleicht andere Leute anderer Meinung. Ja, reisen wir nochmal rüber nach Megaton. Wie viel haben wir denn? 1 Stunde 23, meine Güte. Ja, reisen wir nochmal rüber nach Megaton. Ich kann jetzt Megaton nicht mehr finden. Da müsste Megaton sein, genau. Megaton. Wenn ich sehe, wie viele unbesuchte Orte wir noch haben, ja, dann wird mir ganz schwummerig, wisst ihr? So. 2:09 aufgenommen. Ich muss gleich mal, wenn ich eine Pause mache, gucken auf die Uhr. Will heute wirklich um 0 Uhr Feierabend machen? Gar nicht. Du sollst dich nicht von meinem Ruby stellen. RL3 ist einsatzbereit. RL3 ist mit allen Finessen ausgestattet, die ein guter Soldat braucht. Aber ihr RL3 kann gegebenenfalls beim Tragen von Ausrüstung behilflich sein. Ja, gib mal her. Hey, ich bin gar nicht überlastet. Ja. Nein, Todd Howard, it just works. Okay. Achso, wir hatten ja hier noch Wackelpuppen, ne? Wackelpuppe Intelligenz. Wir brauchen noch 1, 2, 3, eine ganze Menge. Ja, ich weiß nicht, wo die alle sind.
Nö, beim besten Willen nicht. So, dann mal Abraxo-Putzmittel. Ich hoffe wirklich. Oh, ich habe noch ein Altmetall dabei. Oh, Druckkochtopf. Ja. Ich habe einen Flammenwerfer auf Tasche. Ja, zwei sogar. So, Kernspaltungsbatterien. Eine Krüge, eine Lackierpistole, ein Ledergürtel, eine Löschlauch, Spritzdüse und. Ja. Und Raketenwerfer, Rasenmähermesser, Sensormodule. Ja, craften können wir auch bald mal wieder. Aber das soll sich lohnen, damit wir auch wirklich dann vollständig überladen sind. Ich glaube, ich habe noch eine Todeskrallenkralle, ne? Habe ich oder habe ich nicht? So, okay. Ich entlade tatsächlich nochmal den ganzen Quatsch hier. Aha. Flammenwerfer. Ja, ach, die können wir reparieren irgendwann mal später. Hier passt ja unendlich viel in unseren Kühlschrank. Und ja, ich finde es lustig, dass wir einen Kühlschrank als Waffenlager haben. Das ist einfach, das hat Stil. Wer hat das sonst schon? Du? Das ist super. Dann denken wir ja irgendwie gleich. Leider haben wir keine Frau mehr. Nee, eine 10mm Maschinenpistole haben wir noch. Da könnte ich mich jetzt gerade für so ein klein wenig hauen. Bin gerade am Überlegen. Superbomben hier. Das war das, was ich eigentlich hier weglegen wollte. Wisst ihr was? Wir holen uns jetzt mal was von unten. Und zwar, wenn wir schon Spaß haben wollen, dann haben wir Spaß und nehmen mal eine Fatman mit. Ist die Fatman eigentlich repariert? Irgendwie nicht, dass wir da... Oh, eigentlich ganz gutes Mini-Atombömpchen, 26 Stück, nehmen wir mit. Wenn du dich jetzt fragst, was will er damit? Naja, Spaß haben. Denn es gibt einen Gegner, der sich darüber sicherlich freuen wird. Es ist gerade am Nacht werden. Willkommen zu Hause. Ja, bin auch gleich wieder weg. Schlafen, ich würde sagen 2 Stunden. Ja, morgen ungefähr um diese Zeit muss ich raus. Ja. Ja, ungewohntes Gefühl nach langer Zeit. Ja gut, Termine habe ich eigentlich immer schon wieder gehabt, aber ja, so ist was anderes. Müsste jetzt wieder Geheimnisse erzählen. Ja, das ist gut, dass das mal ihr Labor ein neues Gemisch erstellt hat. Ich erstelle ein neues Gemisch. Und wir gehen mal hier raus. Schön, ich gehe vor die Tür. Ja, und ich sage ganz einfach mal, wir sehen uns dann morgen wieder zum Schießen. Also, bis denn.